Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich versuchen, die 6000 Pokale zu schaffen mit dem Lavaloon Deck. Und ich wollte euch noch was sagen, bevor wir mit dem Video anfangen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ja, ich bin nicht mehr in meinem alten Clan, sondern in meinem Community Clan. Ist aber ein sehr schlechter Community Clan gerade. Und Dings, falls ihr einen eigenen Clan habt, könnt ihr den gerne in den Kommentaren schreiben. Ich werde dann zu eurem Clan kommen. Mit mindestens 5 Accounts. Oder falls ihr einen Community Clan erstellt, könnte ich dann auch gerne kommen. Mit mindestens 5 Accounts. Ja. Also ihr könnt einen Community Clan erstellen für mich. Für halt alle. Oder falls ihr einen eigenen Clan habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren schreiben. Also jetzt fang ich direkt an, die 6K zu pushen. Ich war sogar eigentlich diese Season auf 6-1. Ja, ich bin halt runtergefallen wegen Tilt. Ja, ich versuche mal wieder zu pushen. So. Ich nehme doch keine Zeit, was eigentlich besser. So. Frischen Megalakai. Okay. Spring ist noch kein Feuerball. Bringen wir dann einen Mini-Packer. So. Jetzt bringe ich einen Ballon. Okay, der hat eine Rocket. Das ist scheiße. Da wird jetzt wieder so ein Schweinereiter reingehen, 100 Pro. Aber komm, springen wir jetzt da und. Ach, Digga, E-Bugs. Kann so ekelhaft sein, Alter. Das steht da, ihre Nachricht könnte nicht gesendet werden, hä? Was steht da für eine Kacke da? Richtig kann nicht. Okay, wir haben sehr guten Schaden gemacht. Ey, Digga. Kein Hit. Wichtig. Okay. Könnten die Runde gewinnen, das wäre nice. Vielleicht ein Mega mit dem Hit? Nee. Geht da so ekelhaft rein. Toll, Alter. Spielt halt so ekelhaft, den Counter so ekelhaft spielen. Na komm. Mit dem Polen. Komm. Ballon mit uns. Ja, okay, wir haben den Ton. Richtig. Digga, was macht der da? Ja, toll. Hab gefühlt verkackt, Alter. Ja, geil. Ey, wie kann man so ekelhaft spielen? Also, ehrlich, was spielt der da für eine Scheiße, Alter? Und dann lacht er mich schon noch aus. Der spielt No Skill und da fühlt er sich schon noch so krass, Alter. Wie kann man sich für No Skill so krass fühlen, Alter? Das verstehe ich nicht. Immer diese No-Skill-Spieler, die sich fühlen, als ob die was in ihrem Leben was geschafft hätten, Alter. Die spielen alle so Drecksdecks, Alter. So ekelhaft, wie die spielen, ne? Ja,
Ja, schon wieder No-Skill, Junge. Jeder spielt Magier. Ey, ja toll, jetzt Missplay schon noch. Sehr schön, Alter. Ey, Junge, was sind das für Plays, Junge? Ich muss ehrlich gleich kotzen, Alter. Was sind das bitte für ekelhafte Plays? Kann man so ekelhaft spielen, Alter? Ja toll, jetzt könnt ihr mir auch schon mal den Schaden, Alter. Wie kann der bitte so ekelhaft spielen? Also, Digga, wie kann der bitte so ekelhaft spielen? Wie? Ich hasse so welche No-Skill-Spieler. Und dann wird er mich auch besiegen. Und dann wird er noch so ekelhaft mich noch BM, ne? Also ich spiele übrigens ein normales Deck, aber Digga, die spielen einfach einen sinnlosen Deck, den die einfach gebaut haben. Magier, Schweinreiter. Mit Skelettarmee, was einfach wieder null Sinn macht. Mit Bats auch noch. Das ist ehrlich ekelhaft für mich spielen. Ja, keiner macht einen Schaden, Digga. Ja, toll. Und dann kommt er einfach mit einem Schweinereiter, macht einfach 1000 Schaden an meinen Turm und ich komme einfach nicht mit meinem Lava und durch. Ja, toll, Alter. Ja, mega, Ritter, genau. Vielleicht wird da noch ein Packer kommen. Ja, nicht ein Packer, aber ein Mini-Packer. Ist auch nicht besser. Der bringt in meinem Mini-Packer einen Schweinereiter. Also, Digga, Junge, was sind das für Plays jetzt ernsthaft? Ich bin hier nicht auf 5k. Das ist auch noch so peinlich, dass wir uns gegen so welche strugglen, ne? Ich muss aber gewinnen, Ich hab keinen Bock noch gegen das verkacken, Alter. Ich BM auch noch, sorry, aber muss ich halt. Also. Der spielt no skill, Digga. No skill. Aber so ein ekelhaften no skill Deck. Der hat doch Dings. Der macht auch No-Skill Plays, Alter. Egal. Komm, wir bringen direkt Lava uns. Zum Glück haben wir Mini-Pack am Deck. Hab den genommen, weil der Mini-Pack voll gebufft wurde. Warum? Fände ich auch gut so. Scheiße, der fokussiert jetzt auf meinen Ballon. Oh ja, wichtig. Der Lava und noch viel Schaden machen. Gleich kommt wieder sein scheiß Schweinereiter. Okay, der spielt wenigstens ein normales Deck. Die anderen alle no skill, Alter. So. Ich mach mal das hier aus, hab keinen Bock, das ist schon am BM. Komm, bring ich den Mini-Packer. Okay, er hat keinen Feuerball jetzt, sondern die königliche Luftpost, also können wir ins Skelly ganz easy reingehen. Ich bring mal hier einen Feuerball. Bitte, 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 treff, 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 treff. Ach ja, richtig. So, er hat jetzt keinen Tesla mehr.
Ah doch, hat er schon wieder, Alter. Was hat er für einen schnellen Cycle? Ich springe schon mal die Walküre. Der wird dann noch von Schwein weiter wollen. Ja, was ist doch. Kann ich den Mini-Packer? Ach toll, es hat einen Hit. Schön. Ich muss jetzt irgendwie seinen Turm holen. Ja, wir haben gewonnen. Alter, das sind das Gewinne. Das ist so wichtig und richtig. Ja, richtig. Also 5910, 3 Wins und dann haben wir es. Wichtig. Junge, wieso kommt denn so einer, der wenige Pokale hat? Ja, toll. Dann braucht man 4 Wins. Ach, bitte, wieso Elixir holen, Alter? Wieso? Ach, Digga. Ich hab keinen Bock auf Elixir holen. Ich hab so lange nicht mehr Elixir holen gefressen, jetzt kommt einfach so einer, der Elixir holen spielt. Ja, toll, danke. Hab ich gar keine Chance. Ja, so ein No-Skill-Deck, Alter. Was soll man machen? Einfach No-Skill schon wieder. Was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Den bringt einfach Elixir-Golem, hat gefühlt 3000 Einheiten ins Feld gebracht. Dann bringt er noch einen Feuerball. Okay, wichtig, dass ich schon gemacht habe. Der hat mit einem Push was mein Turm geholt, Alter. Ja toll, jetzt kommt der nächste einfach. Hey Junge, wo hat er bitte so viel Elixier, Alter? Hackt der oder was? Ich bring einfach noch. Jetzt wird er noch gleich ein Fernseher. Ja, genau, ja. Hm, der soll nicht hacken. Der soll nicht hacken, Junge. Er bringt. Der hat. Ne. Ich glaube nicht an das. Der bringt den Elektrodrachen und den Inferno-Drachen gleichzeitig. Und davor hat er schon 7 Elixier reingespielt, Junge. Hä? Das geht nicht. Der hackt, Alter. Er bringt doch noch Pfeil, als er das nichts mehr. Aber komm, schaff's nicht tun, das ist wichtig. Vielleicht gewinnen wir auch. Wenn wir mehr Druck aufbauen, so dass er nicht sein Elixir-Golem bringt, könnten wir nicht gewinnen. Okay, Mini-Pack hat guten Schaden gemacht. Wichtig. Oh Mann, Alter, was soll ich denn machen, Junge? Ja, Junge, ey. Ey, Junge, der scheißt einfach Elixier. Ja, toll, ja, dankeschön. Da kommt einfach der nächste, ey. Toll. Junge Bruder, chill mal ein bisschen, gib mir doch mal eine Chance. Ah, nee, gar keine Chance, der hackt gefühlt. Ey, Junge, ich hasse Elixir-Golem-Spieler, ich hasse die. Das sind solch Knechtgesichter, ne? Verdammt schon wieder das Spiel, Alter. Ey Junge, wieso auch immer, der bringt einfach so viele Einheiten hin. Junge, der bringt in. Ich kann nicht mehr reden, Alter, weil ich so wütend bin, ne? Ich hasse Elixir-Golem-Spieler. Das ist einfach No-Skill-Spiel, das ist einfach No-Skill. Ey Mann, Alter, ich hab ehrlich keinen Bock mehr auf so welche Spiele. Ich werde aus Prinzip auch das Deck maxen, in jeden Spiel an den Eier gehen. Ich mein's ernst.
Ich werde das Ding auch einfach mixen. Was macht das für Place? Einfach Banditenbrücke, ja, genau. Anstatt man irgendeine Lufteinheit zu bringen, lieber Banditenbrücke, ja, genau, Mauerbrecher auch noch. Und ich struggle noch gegen so welche Leute, ne? Aber egal, ich hab schon einen guten Schanzvorteil. Digga, ihr gönnt einfach nicht. Ihr gönnt einfach nicht. So ein Nix-Gönner. Okay. Ja, toll. Was ist das auch für ein Lockbait-Deck, Alter? Was soll das für ein Deck sein? Der spielt zwei Win Conditions, warum auch immer, hä? Hey, bitte, der soll einfach kein Inferno-Turm haben. Wenn er ein Inferno-Turm hat, das ist scheiße. Aber sonst hätte ich alles okay. Bitte kein Inferno-Turm. Ach, Digga, Handteilen. Noch schlimmer. Einfach mit zwei Mauerbrechungen gefühlt mein Turmgold, Alter. Mit zwei Elixier hat er mein Turmgold. Das geht mir so auf den Sack, ne? Mann. Der holt mit zwei Elixier meinen Turm. Ja, toll, und die Kanonenkarre überlebt noch. Sehr schön. Eine Feuerball-Value, ne? Ich bin mega locker. Was macht das für Place? Also, ernsthaft. Das muss schon wieder. Ja, Junge, der bringt einfach einen Handtat, aber mein. Ey, Junge! Die gehen so auf den Sack langsam, ne? Was spielt ihr für eine Scheiße, Alter? Gleich kommt wieder Banditen einfach. Knick! Ja, wusste ich doch, Alter. Geht mir noch auf die Eier. Ja, toll, Junge, ja. Toll, dankeschön. Mann. Ey, Digga, das. Wie kann man bitte so dreckig spielen, Alter, hä? Ich check das nicht. Was ist das bitte für ein Deck? Was ist das bitte für ein Deck, Junge? Wie, der ist auf 6-6 mit diesem Deck. Wenn der mit diesem Deck auf 6-6 ist, Junge, dann springe ich vom Fenster. Was ist das für ein Deck? Halb Blockbait, halb Mauerbrecher. Cycle, Alter, was ist das für ein Deck, Alter? Mann, es geht mir so auf den Sack, der einfach Hunter gegen meinen Ballonschleifer nichts machen. Nee. Hey, Mann, der geht mir so auf den Sack, Alter.